Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Resident Evil 3. Dem Remake. In der Vergangenheit habe ich hier und da schon mal ein Horrorgame ausprobiert. Auch auf diesem Kanal gab es schon ein Horrorgame, und zwar Visage. Und das sah ungefähr so aus. Man weiß es ja schon, zu lange im Dunkeln zu sein. Aber wenn hier kein Licht ist, Allah, bestimmt hätte ich schon längst irgendwie eine Kerze finden können oder so, ne? Ich bin jetzt zu dumm. Ah! Da oben waren wir eben, ne? Was? Scheiße, Bruder! Was? Nein! Geh weg! Alter! Nein! Oh, scheiße, Bruder! Ob das so Rauch ist? Ah! Oh Gott, ich hab mich... Oh. Ja, und Verfolger meines Zweitkanals werden wissen, ich habe nicht aufgehört nach Visage. Wir haben kurz in Amnesia reingeschaut, das war nicht so ganz meins. Aber dann haben wir noch Outlast 2 gespielt und jetzt auch vor kurzem erst beendet. Ja, und jetzt bin ich natürlich auf der Suche nach einem Nachfolger. Und ich dachte mir, vielleicht ist die Demo ja was für den Hauptkanal. Mal wieder so ein bisschen was Erfrischendes für zwischendurch. Kam jetzt ja viel Simulation in letzter Zeit. Gehen wir mal rein. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Sieht schon gut aus, ne? Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Ehre. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Okay. Wir haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Ja, ja. Gehen wir mal zur Straße. Was ist hier? Pistolenmunition. Gönn. Okay, haben wir eingesagt. Munitionshandbuch. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Forts. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Zweimal Schießpulver, Pistolenmunition. Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver, Mag-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver. Okay. Also man kann so ein bisschen craften, offensichtlich. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Okay. Es ist so ein bisschen wannabe-witzig. Also richtig Hollywood-Humor irgendwie, ne? Ich habe übrigens Resident Evil noch nie gespielt. Noch keinen Teil. Am 3. April kommt der Bums also raus. Ja, vielleicht spielen wir das auf dem Zweitkanal dann weiter, ne? Mal gucken. Hier ist ein Kiosk, Alter. Ein schöner Späti. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Als wie ein herumtreibender, zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihre Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Alter. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl,
das nagende Gefühl vor allem, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden gibt. Also dieser Hollywood-Humor, ich weiß nicht. Okay, wir gehen jetzt mal hoch. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Okay. Weiß halt nicht, ob hier schon Leute kommen, ne? Das Ding habe ich irgendwie gesehen. Dieses... Der wackelt. Okay. Kräuterfeldhandbuch. Ah ja, man konnte so irgendwie... Das habe ich irgendwie mitbekommen. Grünes Kraut mal zwei, starke Mixtur. Ultra starke Mixtur. Grünes Kraut plus rotes Kraut. Oder grünes Kraut mal drei. Erster Hilfespray. Das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Okay. Also ich habe noch nicht so das Horror-Feeling. Ich weiß doch gar nicht, ob das wirklich ein Horror-Game sein soll. Okay. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Oh, das sind Zombie, ne? Die Kannibalenkrankheit. Wie lange lebst du denn? Möchte ich irgendwie looten oder so? Ah, die Karte. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Okay. Oh, hier ist eine Kiste. Schießpulver. Gern. Ah, ich kann jetzt hier theoretisch Munition basteln. Oh, und hier sind Kräuter. Siehste. Gemischte Kräuter. Alter, es sieht aber sehr verdächtig aus, ne? Muss ich sagen. Das ist komplette Ehre. So, jetzt wieder raus. Der lebt schon wieder. Du bleibst liegen. Können die nicht sterben? Okay. Wo soll ich lang? Offensichtlich soll ich hier hinten lang. Oh, shit. Da kommt ja noch einer. Boah, Alter. Wieso steht ihr nochmal auf? Ihr seid doch nicht ganz sauber im Kopf. Kommt hier der andere auch nochmal? Nee. Okay, jetzt haben wir's. Alter. Bruder Rino, ey. Oh, da sind einige Leute noch. Weiß nicht, ob ich das machen muss. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie gleich vorbeikommen. Da hinten stehen auch noch welche. Eieiei, hier ist ja richtig was los, ey. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ich hab echt Angst, dass sie hier gleich durchballern. Beruhig dich doch mal. Ich muss das löschen. Ja. So ganz einfach. Guck mal hier. So, vielleicht muss ich noch was finden. Ich muss bestimmt noch was finden. So einen Schlüssel oder so. Ja, jetzt kommen die nämlich da raus. Scheiße. Aber das sind nicht so Jumpscares in dem Spiel, ne? Das ist einfach mehr so, überall sind so Kack-Zombies. Und kriegen in die Fresse. Alter, die dodgen richtig. Ich hab das jetzt einfach mal gemutmaßt, aber das hat ja auch noch funktioniert. Scheiße, ey. Kann ich euch auch abstechen? Oh, scheiße! Oh, no! Shit! Okay, wir schießen wieder, wir schießen wieder. Das ist viel besser. Uiuiui. Zum Glück sind die so langsam. Oh, die stehen alle nochmal auf. Ne? Richtige Scheiße. Ich habe nur noch 6 Schuss.
Hier könnte ich theoretisch rein. Was ist hier noch los? Kann ich hier auch rein? Hier kann ich auch rein. So viele Eingänge. Oh, keine Ladezeit. Geil. Hier ist ein Safe. Oh, hat nicht geklappt. Eieiei. Ein Abgang. Ich glaube, den haben wir jetzt erwischt, oder? Ich glaube, wenn die umfallen, muss ich die einfach abstechen. Wir müssen jetzt sowieso sehr viel stechen. Das wird jetzt richtig scheiße. Oh, God bless. Muss man gucken. Ich krieg den halt nicht. Eieiei, die knabbern alle an mir rum, ey. Jetzt hör doch auf! Eieiei. Schön in den Sack. Wie viel der lebt. Jetzt ist er weg. Okay, ich glaube, ich sollte mich nicht nochmal knabbern lassen. Warte mal, kann ich die Kräuter benutzen hier? Geil, ich bin gesund. Hey, das war unfair. Alter. Oh, wieso denn immer in die gleiche Stelle im Hals? Das tut doch weh. Oh, lol. Und jetzt abstechen. Sehr gut. Was haben wir hier? Alter. So. Hey, Bruder, das muss nicht sein. Ich habe einen Schlauch. Löschschlauch. Damit kann ich jetzt das Dings löschen. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt, falls das Fass mal überläuft. Wenn alles den Bach untergeht, schneide die Kette durch und benutze die Waffe. Man muss hier schon auch lesen bei dem Game. Das ist nicht so mein Favorite. Oh, eine Granada. Denke mal, hier hinten ist noch was drin. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Ah. Keine Reaktion. Okay. Ja, wir brauchen Strom oder so, ne? Ach, hier. Hier ist die Flinte. Ich brauche irgendwie so einen Bolzenschneider, was? Den gibt's bestimmt woanders. Hier ist noch ein Donutladen. Achso, das ist der gleiche von eben, ne? Okay, ich geh mal hier rein. Oh shit. Pistolenmuni. Sehr gut. Dass die abgeschlossen sind, das ärgert mich. Gibt's hier einen Bolzenschneider? Da ist der Bolzenschneider. Das heißt, wir besorgen uns jetzt noch die Flinte. So. Geil. M3 Flinte. Komplette Ehre. Achso, hier sind wir noch nicht. Ja, hier muss ich noch irgendwie. Hier muss noch irgendwie Strom ran an den Laden. Ne? Das heißt, hier muss ich nochmal wieder her, wenn ich das Feuer gelöscht habe. Dann gehen wir mal das Feuer löschen. Oh, Scheiße! So, du hast jetzt keinen Arm mehr, du. Und du lebst bestimmt noch. Ja. Ich wusste es. Jetzt bist du tot. Ich mache einen Abgang. Tschüss. Oh. Ah, oh, da ist ja noch eine. Oh, was ist mit dem Kopf? Ei. Kannst du mal umfallen jetzt, meine Schnauze. Das hätte ich schon am Anfang machen sollen. Hier stehen bestimmt wieder 10 Leute. Das ist der Big Boss. Scheiße. Scheiße! Was ist der denn? Jo, da bin ich aber raus. Oh, der Schmal. Was? Was?
Eieiei. Gönn. Oh, Bruder. Ich hoffe, der steht jetzt nicht direkt hinter mir. Gut. Gut. Ah!